Herzblut für die Region. Das beweist das Team von Rewe Marc Strelo in Laufen am Neckar tagtäglich. Produkte von mehr als 120 regionalen und lokalen Erzeugern präsentiert der Kaufmann aufmerksamkeitsstark seinen Kunden. Das Ziel ist es, aus allen Warensegmenten lokale Produkte im Sortiment zu führen, idealerweise aus nachhaltiger Produktion. Wie nah er diesem Ziel gekommen ist, das erklärt der Kaufmann nun persönlich. Herzlich willkommen, Marc Strelo. Hallo. Hallo. Ja, was treibt Sie an in Ihrem Engagement für ein starkes regionales Produktangebot? Ja, also wir leben hier in Laufen am Neckar in einer Region, wo es wahnsinnig viel Vielfalt an regionalen Produkten gibt. Nicht nur der Wein, für den wir sicherlich auch bekannt sind, sondern auch fast alles andere, was landwirtschaftlich erzeugt wird. Und es macht einfach einen riesen Spaß, diese Produkte zeigen zu können, mit den Erzeugern zu kommunizieren und ja, der Kunde vernünftige, wertige, lokale Lebensmittel anzubieten. Und letztlich leistet man ja auch einen Beitrag für die Umwelt damit, durch kürzere Transportwege und Ähnliches. Und ja, macht einfach Spaß. In welchen Bereichen suchen Sie noch nach lokalen Erzeugnissen? Was fehlt noch? Ja, was bei uns in der Region ein bisschen schwieriger wird, ist das Thema Molkereiprodukte. Da fehlt einfach die entsprechende Landwirtschaft. Da bedienen wir uns dann von Artikeln halt aus Baden-Württemberg, aber eben nicht direkt aus der Region. Ansonsten sind wir relativ gut abgedeckt. Wir versuchen jetzt noch mit nachhaltigen Produkten, also Bio, idealerweise in Demeterqualität, das eine oder andere zu ergänzen. Sehr gut. Was macht die Präsentation des Sortimentes besonders in Ihrem Markt? Ja, also wir haben damals bei der Übernahme des Marktes vor 3 Jahren erstmal knapp 80 Quadratmeter Fläche geschaffen, um eine Regionalabteilung zu installieren. Da sind also einige Produkte komprimiert in einer extra gebauten Abteilung präsentiert. Wir bieten allen Erzeugern regelmäßig die Möglichkeit, ihre Produkte auch vor Ort vorzustellen, durch Verkostung. Wir haben den Marktplatz Baden-Württemberg mit dem Landwirtschaftsministerium hier gemacht, wo sich die Landwirte präsentieren konnten. Zweitplatzierungen, lokale Werbung. Ja, also eigentlich steht die Regionalität quer durch den ganzen Markt im Mittelpunkt. Sie haben angekündigt, dass Sie Schweinefleisch im Bedienbereich umstellen möchten auf ein regionales, nachhaltiges Konzept. Erklären Sie dazu, was ist besonders daran? Ja, also im Fleischbereich wollen wir oder werden wir zum Januar unser Bediensortiment komplett auf das Landbauernschwein umstellen. Das ist ein ganz kleines, zartes Pflänzchen noch von der Rewe Region Südwest, wo wir in Zusammenarbeit mit einem Erzeuger Schweinefleisch produzieren, das also deutlich nachhaltiger unter tollen Tierwohlbedingungen produziert wird. Und da machen wir ab Januar mit und wollen dann zu 100% in der Bedienungstheke auf dieses Schweinefleisch umstellen. Ja. Was ist noch geplant für die nächsten Monate? Ja, wir haben noch einiges vor. Also wir haben jetzt ja unsere erste Eigenmarke mit einem Gin vor ein paar Monaten rausgebracht, haben da sensationelle Erfolge. Der heißt auch Herzblut-Gin, haben jetzt fast schon 300 Flaschen verkauft in wenigen Monaten. Und das ist bei der Preisklasse schon beachtlich. Und da sind wir noch dran, weitere Artikel gemeinsam mit Erzeugern vor Ort jetzt zu kreieren und Stück für Stück umzusetzen. Klingt wunderbar. Ich wünsche sehr viel Erfolg und Dankeschön. Vielen Dank für's Gespräch. Danke. Danke.